Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part im Hafen von Portravia in Luftwehr 2, Rise of the Sinisters. Wir folgen ja immer noch Amon, der irgendwo in den Meeren unterwegs ist und gerade seinen Badespaß vollzieht. Und ja, wir haben dabei Klötzchen vermöbelt im letzten Part, also offscreen. Kaum waren wir nicht in der Aufnahme, nächster Kampf waren sie, sind geflohen und jetzt hatten wir mal das Glück, so. Ja, und jetzt schauen wir uns hier um. Vielleicht können wir hier entscheidende Hinweise, entscheidendes Material, entscheidende Entscheidungen, die wir treffen dürfen, damit wir endlich... Was? Viel zu viele Entscheidungen, oder was? Ja. Viel zu viele entscheidende Worte, ne? Ein entscheidender Vielfalt. Es gibt in Sünden eine Stadt der Elfen, doch zuvor muss man den Berg ohne Wiederkehr passieren. Er birgt viele Geheimnisse, wahrscheinlich auch ein Drachenei. So, eins brauchen wir übrigens noch. So, was haben wir da? Haben wir alles begutachtet? Von einem Laden? Was? Labor lässt Schlamm ins Meer? Nein, das geht gar nicht. Schließ das Labor! Hinterm Labor? Ein Elfenkind gesehen, okay. Oh, da ist ein Schiff. Okay, das Schiff verschwindet. Ist da schon im Laden drin? Nein, nein, noch nicht. Ist das das Elfenkind dahinter? Hinterm Labor? Das hier? Oh, was weiß ich. So, gehen wir mal in den Shop. Genau, gehen wir ein bisschen shoppen. Wir haben eh Kohle. Shopping on Heaven's Floor. Ja. So, wir haben hier... Gibt's da was Neues? Nur so zum Schauen. Okay, Waffen. Eine Armbrust. Eine Hammer und einen Ego-Schrauber. Den man auch im Kampf verwenden kann. Okay. Ja, ich verwende sowieso als Ausrüstung. So. Eine Regenaxt. Okay, nice. Her damit. Und rüstungstechnisch. Naja, wegen 4 Punkte. Okay. Kraftumhang. Ja. Ja, Goldhelm. Ja. Dektoschild. Da geht der Angriff halt wieder runter, ne? Aber ist wurscht, in dem Fall. 10 und 10 steigt. Also für Joko wird es sich rentieren, vielleicht. Obwohl. Ja, ist egal. Irgendwann muss ich mich eh davon trennen. Besser früher als gar nicht. So, machen wir das so. Und auch du. Wir kriegen alle eins. Pfeif drauf. So. Okay. Wie schaut die Sortierung? Habe ich noch Platz? Ja. Im Notfall müssen wir verfüttern. War nur eine Treppe. Bitte was? War nur eine Treppe im Haus. Ehrlich? Ah ja, entschuldige. Für Zaubersprüche. Ja, die sind wir schon abgegangen, ja. Oh Donner! Mal für die zwei schauen. Drache? Ah, Wasserzauber. Wähler macht selbst den mindesten Helden wieder munter. Was ist das? Das ist Wiederbelebung. Voll. Quasi. Okay, die Kohle ist weg. Ja, du kriegst noch was. Ja, passt. Das muss so reichen. Die wichtigsten Leute haben es bekommen. So. Gut, auf zum Labor. Wir haben uns lange nicht gesehen, Lexis. Hast du wieder etwas erfunden? Hallo, Lexis. Mirko ist im Untergeschoss. Naja. Wir gehen schon. Mirko, bin sie perfekt. Wir haben nur noch kein geeignetes Schiff dafür. Ah, okay. Das heißt, unser Schiff mit ummodelliert als ein Unterseeboot. Können wir dann hin und her switchen und... Zusätzlich wird es dann später mal ein Luftschiff werden. Haha. Na gut, Mikro, wie schaut's aus? Oh, Lexis, du bist noch am Leben. Was hast du denn für eine Begrüßung? Wie weit bist du mit dem U-Boot-Plan? Du
bin soweit fertig. Mir fehlt nur noch das richtige Schiff. Wäre es mit Exerion? Das Schiff, das aus dem Auerbaum gemacht wurde. Was? Meinst du das im Ernst? Dieses Schiff wäre perfekt. Wo ist das? Wir haben es draußen vor der Stadt geankert. Und können es jederzeit holen. Naja, nicht direkt. Es ist in der anderen Ortschaft, aber wurscht. Ja, worauf wartet ihr denn noch? Du hast ihn gehört, Choco. Wollen wir das Schiff jetzt bauen lassen? Ja, natürlich. Gut. Lass den Xeon hierher bringen. Ah, herrlich. Dieses Schiff wollte ich schon immer mal anfassen. Das ist also Exerion. Ja, daraus können wir ein U-Boot machen. Dann fangen wir mal an. Und jetzt kommt's. Es gibt nur einen Haken. In Ordnung, bringt mir die Pläne. Jawohl. Ah, deswegen müssen wir über den Berg kraxeln. Verstehe. Das Elfenmädchen klaut die Pläne. Hey, was machst du hier? Jetzt habe ich dich. Du kannst mich entkommen. Autsch. Was? Mirko, die Pläne, sie wurden gestohlen. Was? Wer hat es getan? Ein Elfenkind. Ich habe es an den Ohren erkannt. Elfenkind? Das glaube ich nicht. Aber ich habe doch diese spitze Ohren gesehen. Das muss eine Elfe gewesen sein. Aber... wir müssen die Pläne unbedingt wieder haben. Sonst ist alles verloren. Ja. Ah, na, sorry, das war doppelt gelesen. Jetzt. Gut, hält besser. Ja. Gut. Können wir unser Schiff wieder nehmen und fahren mal? Nein. Das heißt, wir stecken jetzt hier quasi fest. Ne? Druck Zeichnungen in der Hand. Ja, das waren unsere. Ich weiß ja, wo wir hin müssen. Das brauche ich, glaube ich, nicht erfragen. Ne? Du siehst aus wie das Kind. So, auf einmal in die Kirche. Und wir haben die 50er-Marke schon überschritten. Fällt mir gerade auf. Fällt nur noch Seelan und ja. Oh. Unser guter Lexis, der braucht er noch ewig dafür, aber macht er nichts. So. Okay. Santa Dungeon auf jeden Fall jetzt. So. Auf zum Dungeon. Bitte. Ich verstehe dich nicht, du warst jetzt weg. Ich dachte, ich halte mal die Klappe im Dungeon. Mal gucken, wie weit du kommst. Seit wann hältst du die Klappe? Das wäre mir neu. So, schauen wir mal. Berg ohne Wiederkehr. Ja, das ist sehr berauschend. Okay. Du. Schau mal links und rechts einmal reinschauen, ob da noch was ist. Nein, okay. So. Ein Eingang und was haben wir dort? Können wir da noch irgendwas holen? Nein. Wir sehen, wenn du als unten warst. Das ist wurscht. Ich schau trotzdem. Hast du nicht gesagt, du hältst die Klappe? Nur was die Rätsel angeht hier. Warte mal, ich kann es ja so machen. Okay. Ah, okay. Das ist ja interessant. Hier komme ich nicht vorbei, aber hier komme ich vorbei. Und da brauche ich aber... Warte, ich muss das so machen, glaube ich. Das können wir durch. Da komme ich ja vorbei. Das heißt... Bringt mir aber nichts. Genau. Okay. Achso, warte, ich kann ja die auch schieben, oder? Ja, okay, das habe ich auch vergessen. Jetzt kommen die mal raus. Obwohl, oh ja, komme ich schon. So. Hätte ich eigentlich die weiter runterschieben können?
hätte vielleicht mehr Spielraum gehabt. Warte mal, Ursprung. Jo. Machen wir mal. So, ich muss... Ich kann ja das eigentlich ja mit raufschieben, warum nicht? Na, rechts komme ich ja eh noch vorbei. Ja, ja, so müsste eigentlich passen. Da schieben wir jetzt in der Mitte durch und die Sache hat sie. So. Ja. Ah! Verdammt, da war ja noch was. Okay. Die Sache hat sich doch nicht. Und eins weiter drauf kann ich auch nicht. Das heißt, ich habe schon wieder vergeigt. Oh ja, das hasse ich. Ich hasse solche Sachen. So. Also ich schätze mal, ich kann einmal das einmal hinauf. Ich müsste es aber... Na, warte, wenn ich noch einmal rauf... Ich bin zu blöd für das, ehrlich gesagt. Glaube ich. Also einfache Versionen gehen in Ordnung, aber... So, wenn ich das jetzt noch... Da hätte ich halt... Wenn ich die Säule jetzt da wieder raufschiebe... Da verdümmert es ja wieder. Oder? Bist du da? Oder nicht? Ja, ich bin da. Ja, aber ich hänge. Ich komme nicht weiter anscheinend. Und ich werde kurz pausieren, weil das kostet mal wertvolle Aufnahmezeit. Okay. Das Ganze. Weil... Ja, ich pausiere mal kurz, Leute. Bis gleich. Hi. Leute, das waren jetzt die furchtbaren Minuten meines Lebens, ja. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber nein, also, das ist, glaube ich, auch eine von meinen Schwächen, so ein Rätsel. Das wird dann wirklich ein lustiger Dungeon, glaubt mir. Ja. Ah ja, und er gab mir keine Hilfe, ja. Also, er sagte nur was, aber das war jetzt keine 1:1. Ja, das war keine 1:1 Anleitung jetzt. Das müsst ihr halt mal glauben. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht 40 Minuten verschwenden, dass ich einmal das Rätsel da schaffe, nur weil ich nicht fähig bin. Nee, danke. Wenn es nicht in den ersten Minuten klappt, dann wird das Offscreen nachgeholt. So. Wollen wir weitermachen. Ein bisschen Kopf rauchen, also ausrauchen lassen. Wenn es jetzt dann wieder weitergeht mit solchen spannenden Rätseleinlagen in diesem Dungeon. Ich hasse den jetzt schon. Freut mich. Gehört auch nicht zu meinem Lieblingsdungeon, aber er ist relativ kurz. Ja, aber er muss auch gemacht werden. Das ist ja das Problem. Joker ist wieder munter. Freut mich. So. Level up für Lexis. Ich muss ein paar Fights machen, damit ich auf andere Gedanken komme. Das ist... Wow. Schier sowas. Ich hasse das. Kennt ihr das Gefühl, ihr steht vor einem Rätsel, ihr wisst, was ihr machen müsst, aber ihr schafft es trotzdem nicht. Ja. Das ist... Ist ja nicht so, dass es jetzt nicht klar wäre, was zu machen wäre, aber... Ja. Diese Reihenfolge und das... Oh. Dürfte ich den nächsten Raum dürfte ich fertig machen. Was dürfte mich fertig machen? Den nächsten Raum dürfte ich fertig machen. Wow, super. Ich glaube, da beende ich das Spiel dann gleich. Ich weiß, der Eingang ging ja gerade noch, ne? Aber... Nein, aber an und für sich das Spiel mit seinen Rätseln ist schon der Hit. Muss ich sagen, gefällt mir. Das hat was. Das hat schon was. Ah ja, da sehe ich schon was. Okay. So, warte mal kurz. Dann kann ich eh nur da schieben. Und das einmal rechts. Dann können wir nämlich da rundherum. Aha, da ist auch was im Weg.
So, warte mal, dann können wir das ja. Ja, dann können wir was. Warte, auf alle Fälle das eine Ebene runter. Weil anders komme ich da eh nicht weiter. Wenn ich das jetzt ganz nach rechts schiebe, wäre das auch nicht vorteilhaft. Aber ich hätte es, glaube ich, zwei Ebenen runter machen müssen. Dann kann ich nämlich hier vorbei. Indem ich das so mache. Alter, wie geht es denn da noch weiter? Das nervt. Okay, dann müssen wir den raufschieben. Damit ich hier. Damit ich da vor. Was? Okay. Ja, ich hätte nicht weiter raufschieben dürfen, sonst wäre es vorbei. Okay. Wenn ich. Oh ja, warte, wenn ich den raufschiebe, dann bläst er genau die Truhe an und ich komme mal zur Truhe hin. Ja. Aquaschwert. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Oh, uhu. Oho. Na dann her damit. So. Gut. Da. Warte, jetzt darf ich es nicht verhauen. Hier ist schon der Ausgang. Dann hätten wir es ja schon. Warte mal, was haben wir denn da oben noch? Nix. Also hier komme ich. Ja, eigentlich müsste ich die Statue noch ganz nach rechts schieben, dann hätte ich sie eigentlich, ne? Nur ein nach vorne einfach. Nein. Schon aus. Doch, fällt schon aus. Ah, nein, ich komme da nicht durch. Achso, aber die muss ich ja noch schieben, okay. Nein, nein, die muss ich ganz nach rechts schieben, ne? Ja. Musst du gar nicht. Na sicher, ich komme ja nicht vorbei hier. Musst du ja auch nicht. Geh mal nach unten. Da ist der Ausgang. Jetzt. Ja. Jetzt schieb dich du einfach nach neben den Ausgang rein, diese Statue. Achso, das meinst du? Ja, ich wäre von der anderen Seite gegangen. Ja. Okay. Da war ja gar nicht mal so schlimm, ne? Da habe ich wirklich. Oha. Auf keinen Fall. Wir helfen dir. Den Gargoyles. Na warte. Donner. Obwohl, du bist kein Magier. Dann machen wir Donner. Dann machen wir mal Drache. Schauen wir uns mal die Attacken an. Alles cool, das Ding. So. Oh, geil. Richtig geil. Da knistert's förmlich. Da knistert's förmlich. So, jetzt zeigen wir noch Wasser. Drache! Da sein, was da sein soll. Okay. Schaut aber auch nicht schlecht aus, ja? Leviathan. Ja. Schaut gut aus. Die leben alle noch? Okay, greif den ganz rechts an. Greif den ganz rechts an. Nein, rechts, weiter rüber, rüber. Ja, genau da. Genau da. Das war die richtige Stelle. Nice. Donner war der effektivste dann, Donner. Ja, dann machen wir noch einmal Donner. Aber das war's dann eh schon, glaube ich. Die halten, glaube ich, jetzt nichts mehr aus dann. Donner! Fetzerkottel! Naja, gut, schaut schon ein bisschen anders aus, ne? Ja, aber am ersten noch. Ramu passt gar nicht. Nein, das nicht. Okay. Die halten doch weit mehr aus als erwartet. Verdammt. Ach komm, Lexis. Ach komm, Lexis! Lexis? Okay. Choco, du musst mithelfen. Frostfee! Nochmal Donner. Du haust jetzt nochmal. Bist der, da muss ich alles raushauen. Champion. Ja, nee, den suche ich ja. Wurscht. Champion. Das passt schon. Jetzt sollten die aber erledigt sein, teilweise. Alter. Und das sind dann Gegner, die kommen später als normale Gegner, ne? Ja. Das auch noch. Ja. Alter, bitte, jetzt geht doch immer einer drauf! Aber als normale Gegner sind sie natürlich schwächer als normale Gegner. Achso, okay. Wow. Wow, einer mal. Nice. Und der zweite jetzt hinterher. Nein! Pff.
sehr widerstandsfähig, diese Brut. Sehr widerstandsfähig. Aber ich bin's auch. So, du erledigst den. So, jetzt verwende ich nichts mehr. Das muss reichen jetzt, hallo? Ende Gelände. Abfahrt. 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 Sag mal! Darf das wahr sein? Ende der Drachentower. Ach, schade. Wurscht, der soll die neue Attacke lernen jetzt. Das wird ja nichts. So, geil Level up, okay. Nein, wieder nix. Geht es dir gut? Ich habe euch nicht gebeten, mir zu helfen. Ihr seid... Klar. Also, wart auf damit. Athea. Wie redest du mit den Leuten? Die sind dir das Leben... gerettet haben. Aber Thea, sie waren gerade dabei, wieder ein Schiff zu bauen. Das Labor leitet sein Abwasser in das Meer und verpestet die Umwelt. Hast du deswegen die Pläne gestohlen? Egal, warum du es getan hast. Stehlen ist falsch. Moment mal. Bist du dir bei der Sache mit dem Abwasser sicher? Was? Du wusstest nichts davon, dass das Labor die Umwelt verpestet? In der Stadt blüht keine einzige Blume mehr. Reicht jetzt, Pupla. Gib mir die Pläne. Gib die Pläne sofort zurück. Aber Thea, dann werden sie einfach weitermachen. Erzwungene Einsicht hat keinen Sinn. Sie werden sich nur ändern, wenn sie das Problem selbst sehen. Hier habt ihr die Pläne zurück. Warte. Ich werde, sobald ich wieder da bin, Otavia in ein Blumenmeer verwandeln. Es dauert vielleicht eine Weile, aber ich tue es, das verspreche ich dir. Du meinst? Ja, ich werde die Maschine so umbauen, dass die Umwelt keinen Schaden nimmt. Das willst du wirklich tun? Selbstverständlich. Ich werde dir beweisen, dass ich wirklich ein Genie bin. Wenn die Stadt wieder voller Blumen ist, lade ich dich ein, mich zu besuchen. Ich werde dir einen großen Blumenstrauß schenken. Ist das in Ordnung so? Die zukünftige Braut. Nur wenn die Stadt wirklich zu einem Blumenmeer wird. Danke. Ich gehe sofort zurück in die Stadt und fange an, daran zu arbeiten. Wow. Choco, wir sehen uns in Portavia. Ernsthaft? Athea, schlechte Nachrichten. Was ist los? Eine seltsame Lichtkugel ist über unserem Dorf erschienen. Das Licht ist voll von böser Energie. Diese Kraft ist so unglaublich stark. Das klingt irgendwie bekannt. Wirklich? Was ist das denn? Das ist der Höllenfürst der Zerstörung. Ihr solltet sofort zum Dorf zurück. Wir gehen mit. Aber ich kann doch meine Menschen... Ich kann doch keine Menschen in mein Dorf mitnehmen. Für sowas haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Geh oder deine Leute werden alle tot sein. Also gut, ich werde uns hin transportieren. Warp! Schuh. Athea, das Licht kam, ummantelte Twixer und verschwand mit ihr. Was, meine Mutter? Ja, das war die Sache, ja. Wir konnten es nicht verhindern, alles ging so schnell. Wo ist das Licht geflogen? Es flog direkt zum Weihe-Tempel. Zum Weihe-Tempel? Das muss vorher geplant gewesen sein. Was ist der Weihe-Tempel? In dem Tempel gibt es einen mysteriösen Stein. Nur Twixer kann den Tempel öffnen. Das hört sich nicht gut an, Choco. Gar nicht gut. Ich weiß. Athea, wo ist dieser Tempel? Ohne Elfen könnt ihr nicht in den Tempel. Überlasst es lieber mir. Du wirst uns brauchen, auch wenn du uns Menschen nicht magst. Wir müssen zusammenarbeiten, um Amon besiegen zu können. Nur als Team haben wir eine Chance. Zu viel. Wir sollten uns lieber sofort auf den Weg machen und Twixer retten. Also, wo ist dieser Weihe-Tempel? Im Südwesten. Bis wir Twixer gerettet haben, kannst du uns anführen. Auf in den Kampf. Neues Mitglied. Und somit haben wir wieder eine andere Haarfarbe. Danke, Lexis, danke. Athea Level 38. Wow, das wird ja immer schlimmer. So, Hammerroute.
Du klingst doch, als ob du Zauber hättest. Ja, alle möglichen. Alle, die gerade wichtig und stark sind. Sehr gut. Was haben wir ausrüstungstechnisch jetzt für dich? Entschuldige. So. Silberrobe. Hm, ja. Goldkralle. Kannst du im Laden hier gehen, vielleicht sind was Gutes. Naja, ich bin ja noch nicht so weit, hallo? Jetzt warte doch mal. So, ich kann. Geh mit dem Donnerring. Und du kriegst eine Löwentatze. Weil ich es kann. So. Da ruhen wir uns sowieso mal gleich aus. Oh, kostenlos! Na danke, Madame. Da kommen wir doch gleich öfters vorbei. So. Naja, Laden wird nicht viel drin sein. Ich habe kaum Kohle noch, ne? Das ist doch ein ähnlich weit wie ich auch. So, aber gehen wir mal reinschauen. Wow. Oh, Nebelball von Superwumme. Duplex greift zweimal an, oder was? Greift die zweimal an? Nein. Nein. Drei Zack. Alter, das ist wieder immer schnell. Ich glaube, ich muss ein bisschen Geld farmen. Hier auf der Weltkarte. Eindeutig. Eindeutig. Er hat alles. Auf dem Wasser oder auf der Halbmondinsel? Bitte was? Ich mach dann entweder im Wasser oder auf der Halbmondinsel, wo du ehrlich bekommen hast. Wo ich war. Achso. Kann ich mich dahin teleportieren? Nein. Nein, das nicht. Du musst dahin fahren. Eben. Wer weiß, ob ich noch hinfinde. Aber das ist direkt westlich von Baleara. So. Gigakraft. Soll ich mit die... Nein, im Notfall kann ich ja die Ausrüstung ändern wegen der ZP-Punkte, wegen der MPs. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, warum du immer so auf deine Magiepunkte achtest. Die werden dir so schnell nicht ausgehen. Und wenn, hast du immer noch Heiltränke dafür. Ja, aber auch nicht so viele. So. Aber so schnell werden die dir nicht ausgehen. Bis dann mit... Ein wenig zu zimperlich mit deinen Magiepunkten. Lass mich doch. Puh. So. Was gibt's denn hier noch in der Stadt? Rette Twixer. Okay. Ja. Wir kümmern uns um die Person, keine Angst. Auch wenn ich nur Krieger sein könnte, ne? Oh, ein Magie-Shop gibt's auch hier. Okay. Ja, haben wir eh. Was ist das? Oh, ein Lichtstrahl. Das können wir gar nicht, okay. Und das hat er auch nicht, okay. Also ein Lichtzauber. Das kann nur Atea tragen. Ja, sollten wir aber mitnehmen auf alle Fälle. Hm. Das heißt, ich muss wirklich ein bisschen farmen. Hä? Das ist eine Sie? Ja. Ah doch, wirklich eine Elfe. Okay. So. Ah, neue Gegner. Cockatrice, die können versteinern vielleicht. So. Hauen wir mal das so rein. Gibt's ja auch die Würfel hier auf diesem Teil? Nein, gell? Ich weiß es nicht. Aber ich will sowieso Geld farmen und keine Würfel farmen, ne? Also. Aha, okay, die sind anfällig gegen Eis. Gut zu wissen. So, schauen wir mal nicht... Oh, die sind auch gegen das anfällig, okay. Lebenssaft, okay. Lebenssaft erhöht das nicht was? Ja, erhöht die Leben. Leben? Nein. Oder? Ja, aber das ist Quatsch, das steht. Okay, das heißt, wir machen das mal so. So. Oh, 7 sogar, nice. Na gut, einen Fight machen wir noch, Leute. Steppenfuchs, okay. Interessant. Kurzschluss, das sehen wir gleich einmal. Bim, Batsch.
So, 119. Okay, oh, die greifen zweimal an. Das ist bitter. Oh, Gottes Willen. Okay, tschüss. Drache. War nicht so effektiv. Wow, das bringt gar nichts. Okay. Donner, ouch. Oh, die können das auch jetzt. Man lebt, aber da greift er nur einmal an, dann, wenn er das macht. Okay. Ja. Wäre auch die Höhe. Wenn ich auf einmal zweimal angreifen würde, das wäre ziemlich heftig. Na, wer weiß, ne? Na gut, es gibt Leute, Monster in Ahnenhöhle, die können das. Eben. Aber. Da müssen wir hin als nächstes, ja, gell? Ja. Okay. Ach, die haben Südwesten. Ja, das kommt hin, ne? So, dann machen wir dir mal die Frostfee noch. Wusch, dieser Sprungangriff. Brrr. So, perfekt. Ja, Leute, da werde ich nicht drum rumkommen, ein bisschen Geld farmen zu müssen. Machen wir zweimal Frostfee. Ja, die Atea ist ja auch ziemlich schnell. Darf man nicht unterschätzen. Ja. Das heißt, wir können zweimal Magie hintereinander anwenden. Okay. Atea und Lelexia sind meine Lieblingscharaktere. Okay. Da haben wir nichts. Okay. So. Oh, ein T-Rex. Mini-Drachen. Das schreit doch auch nach der Eiszeit. Lassen wir sie doch erfrieren. Immerhin sind die Dinos ja wegen der Eiszeit ausgestorben, ne? Prima! Shiva, hilf! Ja, aber in dem Fall nicht. Ja, das haut schon rein, ja. Die Gegner hauen richtig rein. Das nächste, was ich mal mitnehmen muss, ist dieser Lichtstrahl. Auf alle Fälle. Den brauche ich. So. Erledigt ihn. Schnell. Zack. Mir das Maul aufreißt, der Drache, der T-Rex. So, Luft noch Level up und keine neue Attacke, schade. Okay Leute, dann würde ich sagen, war's das für den Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten wieder, wenn wir dabei sind. Ciao, ciao Leute. Jo, bis zum nächsten Part. Ciao.